Dialogzeit, ein Versuch, miteinander wieder respektvoll zu reden, habe ich das jetzt mal so genannt. Und Sie dürfen jetzt gleich mal weitermachen. Genau. Die Dialogzeit haben wir, meine Kollegin Almut Bellmann, die jetzt nicht mehr da ist, und ich hier in der Berliner Gethsemane-Kirche installiert, ins Leben gerufen, in einer Zeit, wo vor unserer Kirche Demonstrationen stattgefunden haben. Das war 2022, und zwar von Corona-Maßnahmen-Gegnern und Gegnerinnen und deren Gegnerinnen. Also das war sehr kompliziert. Es gab wenig Dialog, wenig Gespräch miteinander. Wenn man versucht hat, miteinander zu reden, dann wurde man zugetextet, wurden Gespräche sogar aufgezeichnet und erschienen dann irgendwo auf YouTube. Das war alles nicht so toll. Dann kam der Ukraine-Krieg dazu und es spitzte sich alles immer weiter zu. Wir hatten das Gefühl, wir können nicht miteinander reden. Die Menschen sind wütend. Viele haben das Gefühl, die eigene Meinung nicht mehr frei sagen zu dürfen. Und wenn sie es tun, dass sie dann abgestempelt werden. Und ja, es gab viele Klagen über einen Mangel an Gesprächskultur und an uns, gerade von Gethsemane, die Anfrage, was macht ihr eigentlich? Ihr steht doch auch hier für was, ja, für eine Kirche, die sich öffnet. Und jetzt bitte eins weiter. Herr Lechner? Hallo? Genau, die Idee. Wir müssen was tun. Wir haben doch eine große Kirche und wir sollten nicht vor der Kirche stehen bleiben. Also haben wir uns entschlossen, die Kirche aufzumachen, und zwar als geschützten Raum zum Gespräch für alle, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Und ehrlich gesagt hatten wir ganz schön Angst, weil vor der Kirche es ziemlich heiß herging. Bitte eins weiter. Genau. Haben es aber trotzdem gewagt und haben diese Plakate rund um unsere Kirche aufgehängt, und auch ein bisschen im Kirchenkreis geworben. Aber ich habe so den Eindruck, wir hatten selber auch ein bisschen Angst, was uns da erwartet. Dialogzeit aussprechen und hören, was jetzt Angst, Wut und Sorge macht voreinander und vor Gott. Das war das erste Mal am Donnerstag, dem 24. November 22. Bitte weiter. Wir hatten uns vorgenommen, das einmal im Monat durchzuführen für maximal eine Stunde, und zwar bewusst in der großen Gethsemane-Kirche, wo bis zu 1000 Leute reinpassen. Und wir sind auch zu zweit dort gewesen, zwei Pfarrerinnen der Gemeinde, und hatten uns noch Unterstützerinnen geholt, weil uns wirklich nicht klar war, wer da kommt und was uns da erwartet. Und für die Seele und zum Wärmen hatten wir auch Tee und Kekse hingestellt. Jetzt bitte eins weiter. Und hatten ganz klare Gesprächsregeln aufgestellt. Und jetzt immer eins weiter, genau. Wir hatten nach einer sehr freundlichen und ja auch ziemlich klaren Einleitung und Begrüßung und Vorstellung die Leute gebeten, sich zu Zweiergesprächen zusammenzufinden, also wirklich Dialoge zu führen und nicht zu dritt oder zu viert, damit niemand daneben steht. Weiter. Pro Gespräch sollten die Paare 12 Minuten haben. Weiter. Es geht darum, von sich zu sprechen und das Gegenüber nicht überzeugen zu müssen mit irgendwelchen Argumenten oder das Gegenüber vielleicht sogar noch zu beschimpfen. Zuhören, Nachfragen sind ja auch gefragt gewesen und darum gebeten worden. Keinerlei Aufnahmen machen, also weder Tonaufnahmen noch irgendwelche heimlichen Videoaufnahmen, was wir eben auch vor der Kirche erlebt hatten. Respektvoll miteinander sein, ja. Und als letztes hatten wir uns überlegt, unterstützende Fragen auf den Zettel zu schreiben, was wir dann auch getan haben, die dann genutzt werden können, um ins Gespräch zu kommen, aber nicht genutzt werden müssen. Und Sie merken, es ist im Grunde gar nicht so
so kompliziert oder so besonders, aber es war nötig, in dieser Zeit genau diese Regeln aufzustellen. Jetzt bitte eins weiter. Und das sind jetzt nur die Fragen, das ist jetzt viel Text, die wir den Leuten mitgegeben haben. Ja, da lesen Sie es nochmal, 12 Minuten Zeit. Und die Fragen waren, wer bin ich? Warum bin ich hier? Was schätze ich an unserem Land? Was frustriert mich immer wieder? Was würde sich für mich wie ein Wunder anfühlen? Was kann ich tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Was lässt mich hoffen? Wir haben die Fragen auch von Mal zu Mal variiert, und die Leute sind dann auch immer weniger oder haben immer weniger mit diesen Fragen gearbeitet, sondern haben dann einfach miteinander geredet. Bitte eins weiter. Ja. Dann im Februar und März 23 haben wir das Plakat geändert. Vielleicht ist ja dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir miteinander reden und mit Gott weggelassen haben, um das noch mehr zu öffnen. Ansonsten ist der Text identisch mit dem ersten Plakat. Ja, wir haben uns einige Male getroffen und es einige Male angeboten. Und daraus ist dann etwas anderes entstanden. Das werde ich gleich noch erzählen. Aber Almut Bellmann und ich haben uns schon überlegt, hinterher, was war eigentlich gut und was würde ich beim nächsten Mal anders machen. Und gut war es einfach mal zu machen, es zu wagen. Ich glaube, die Kirche, in der wir arbeiten oder ich noch arbeite, ist einfach, ja, irgendwie muss man da was machen. Die Leute erwarten das von uns und wir haben es gewagt und es war wichtig und auch eine Hilfe für die nächsten Male, die dann auch gekommen sind, weil danach kam die letzte Generation auf uns zu und hat uns gebeten, doch die Kirche auch für ihre Belange zu öffnen, auch für Gespräche. Und das haben wir dann gemacht. Also aus dieser Dialogzeit sind dann Gespräche mit der letzten Generation geworden. Und jetzt sind wir gerade dabei, Podien zu veranstalten zu 35 Jahre friedliche Revolution, zu ganz politischen Themen. Und ich merke, dass mich diese Dialogzeit total gepusht hat und mir auch ganz viel Angst genommen hat. Nur mal so als Einwurf. Noch kurz zurück, danke. Was echt gut war, fanden wir, finde ich immer noch, ist das Format und die Gesprächsregeln aufzustellen. Die Einstimmung durch die Pfarrerin, die ich jetzt hier nicht groß vorgestellt habe, die aber auch wichtig war. Tee und Kekse fanden wir auch gut, so für zwischendurch zum Auflockern. Und was würde ich anders machen? Ich habe es eingangs ja schon gesagt, dass wir da etwas zögerlich waren mit der Werbung, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Also ich würde sagen, nächstes Mal, wenn die Dialogzeit gibt es so in der Form nicht mehr. Wie gesagt, es wurde dann zu etwas anderem, aber ich würde sagen, mehr Mut und vor allen Dingen auch mehr Werbung machen. Und ich würde beim nächsten Mal auch grobe Themen vorgeben, damit die Menschen sich konkreter vorstellen, was sie da vielleicht erwartet und was da auch passieren kann. Und jetzt das Letzte. Genau, ich habe jetzt einfach mal 5 Blätter. Wir haben nämlich auch ein kleines Feedback abgefragt, 5 Blätter abfotografiert und hier reingestellt. Ja, und es gab eigentlich wirklich kein negatives Feedback. Das hätte ich sonst ja auch mit reingegeben, aber die Leute waren echt froh, dass sie einen Ort und einen Raum hatten, wo sie reden konnten.